So, der Wildstyle ist wieder da, zu Midnight Club 3 Double Edition Remix, und mir ist gerade eben aufgefallen, dass das Aufnahmeprogramm, dass das gerade ein schwarzes Bild hatte und die letzten 20 Minuten einfach mal weg. Ja, bei mir geht's auch niemals ohne Pleiten, Pech und Pannen, aber wir haben das Autocross-Turnier gewonnen, das ich angefangen habe, aber auch erst im zweiten Versuch, ne? Ja, und jetzt? Wir fahren in die Werkstatt. Machen den Salin noch ein bisschen kaputt. Ich meine, sauber. Hier ist schon mal der Erste, der hier rumfährt. Jetzt kommt noch Caesar mit dazu. Da haben wir ihn. Er fährt den Cadillac. Sehen. Und ohne Scheiß, ich glaube, ich versuche doch jetzt mal wieder mit der Corvette daran zu gehen, denn Atlanta gehört das auch noch zum Tatsache. Wir müssen auch noch mal wieder nach Atlanta, Georgia. Ich glaube, wir fangen in Detroit an. Es müssten ungefähr 7 Fahrer sein. So, wir haben 1, 2, 3, 4. Wie viele sind das? Wie viele Rennen sind das? Ich gucke jetzt nochmal nach. Bei Angel sind es 2. Bei Kyoshi sind es 2. Haben wir 4, 6, 8. Ja, drei Fahrer müssen noch kommen. Da könnten wahrscheinlich noch Bishop könnte noch kommen. Vanessa könnte auf jeden Fall auch nochmal auftauchen. Und Le Mans, unser bester Freund. Haha, ne. Ich glaube, wir fangen in Detroit an. Weil wir jetzt schon hier sind, arbeiten wir hier mal unser Territorium ab. Fahrzeuge verwalten. Nehmen wir wieder die Corvette. Natürlicherweise. Ich habe mich ein bisschen eingedeckt hier. Denn jetzt will ich mal versuchen, das hier durchzuhauen. Das hier durchzuackern in den nächsten Stunden. So. I'm ready. Are you ready? Jetzt sind wir auf den Zielgeraden dieses meines ersten richtigen Let's Plays. Seit Donald Duck Quack Attack kann man jetzt nicht so als richtiges Let's Play sehen. War ja eigentlich nur 6 Parts. Und hier, wir haben hier schon fast 50 Parts. In knapp 17 Monaten. So, und San Diego sucht noch einer Konkurrenz. So, Kiyoshi jetzt mit seinem Bike. Mit dem fahren wir an. Ja, ich bin zu weit entfernt, sicherlich. Nee, oder? Wirklich? Ich hab doch nicht ernsthaft den Kyoshi verloren. Ist er da wieder gespawnt, wo er war, oder wie? Auf jeden Fall. Er sitzt auf einer Kawasaki. Vanessa? Jetzt müssten wir eigentlich alle 7 haben, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Woher sind das 14 Charaktere? Ich weiß es jetzt nicht. Der sagte mir noch 15, 14 Rennen, oder wie? Das war falsch. Umfasst 14 Rennen. Kyoshi! Ich habe den nur angewählt, oder nicht? Oder habe ich das nicht? Ja, mein Gott, Kumpel.
Zum Glück bin ich diesmal nicht gegen den Bus gekracht. Alter, wo fährt er hin? Er fährt auch gegen die Mauer, ich gegen das Auto, er gegen die Mauer. Ist das jetzt One-on-One oder was? Bei Kyoshi wäre es einfach. Open! Eine Fixstrecke $7.000 und damit eröffnen wir dann doch den letzten Vorhang in diesem Let's Play. The United States Championship Series. Genau, alle mit Bikes. Einer mit dem CLK! Geht her! Ja, bitte! Ich glaube auch. So, ich habe keinen Plan, wo ich langfahren muss. Boah, nee, Alter, das kann noch nicht wahr sein. Nitro, 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 Nitro. Oh, fuck. Ja, da die durchfahren müssen. Jeeha! Was? Nur noch ein Nitro Boost? Das ist nur jetzt Verarsche, oder? Aber es ist alles dicht an dicht. Ich weiß wirklich nicht, wo ich hin muss. Ich bin total überfordert hier. Na geil. Und alle nur noch Bikes oder was? Nee, oder? Mein Gott, das wird noch lustig werden. Das wird wirklich lustig. Fokus für was? Fokus für was? Mein Auto ist hin. Das ist ein Chaos, sag mal, ey. Folgen wir mal den Pappenheimern hier. Boah, das passt. Also ich muss mal sagen, so schwer ist das Rennen dann doch nicht. Es ist halt nur mega chaotisch. So, hier rein. Und dann hier. Genau. Gegen die Mauer. Die arme Aufhängung und vor allem Dingen die arme Karosserie. Schon sagen, das war keine so gute Idee, da oben rauf zu fahren.
sah gerade aus, als ob sich da einer hinten quergestellt hätte. Boah, lecko fatti, ey. Ich mache es auch immer richtig spannend. Okay, das erste Rennen sollten wir eigentlich gewonnen haben. Wenn nicht noch was Blödes passiert. Gut. Ich glaube, ich werde das auch jetzt so machen. Ich nehme das alles an einem Stück auf. Und werde das dann pro Fahrer in Parts packen. Deshalb kann es sein, dass ein Part mal 10 Minuten lang ist, der andere aber auch mal 30. Wenn ich mich wirklich dumm anstelle. So.